Leute, danke für euer Interesse am Online-Coaching und zwar Inspiration für euer Lernen daheim beim Thema Bikeparkfahren, Springen. Und jetzt sind wir im hohen Risikobereich angekommen und zwar bei Gaps. Das Witzige daran ist eigentlich, Gaps ist übersetzt in die Lücken, also man hat einen Absprung, dann kommt eine Lücke, ein Loch und man muss dann da drüber springen, bis man zum Landehügel kommt. Und ja, da ist ganz klar, eigentlich ist es, wenn man den Table und einen Gapsprung oder Double nebeneinander hat, die gleichen Dimensionen haben, dann wäre es fahrtechnisch und alles weitere genau das gleiche. Nur da, wo Erde dazwischen liegt, wo man ein Plateau hat, ist es ganz anders mental, als wenn da ein großes Loch ist und man hat einen Double. Das heißt, natürlich sollte man die Table-Absprungtechniken sauber beherrschen, routiniert sein und so weiter und so fort, bevor man Gapsprünge macht, weil diese mental noch viel mehr Stress eingeben und da sollte alles andere, was automatisch abläuft, auf jeden Fall gut sitzen. Das heißt, für die Fahrtechnik zum Üben gibt es jetzt gar nicht so viel zu sagen, weil das ist halt wie bei den Tables, hängt davon ab, was willst du machen, wie schnell bist du, welche Techniken hast du parat, wie ist der geshaped, wie ist die Form des Absprungs, wie groß ist die Landezone und der Landehügel. Das sind alles Aspekte, die da reinkommen. Aber bei der Vorgehensweise kann ich wirklich noch gute Tipps mitgeben, die ihr dann anwenden könnt. Was man machen kann, ist natürlich, dass man hingeht und jemanden kennt, der das Gap, was man springen möchte, schon gesprungen ist und man traut halt dem seiner Geschwindigkeit. Und ja, dann kann man sich drüber ziehen lassen, das hilft total. Wie gesagt, aber da muss auch schon sichergestellt sein, dass die Fahrtechnik für diesen Gapsprung auf jeden Fall absolut vorhanden ist und man ähnlich große Sprünge schon gemacht hat, wenn es nur Tables waren. Nicht jeder hat die Möglichkeit, dies zu tun, aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Man kann auch hingehen und an einem Sprung die Variation machen von Table, also mit einem Plateau oben und Double. Es würde folgendermaßen funktionieren, also Double ist, wenn man ein Gap, wenn man eine Lücke zwischen Absprung und Landung hat. Es würde folgendermaßen funktionieren, man kann zum Beispiel zwei Absprünge haben und man legt in die Mitte einen ganz dicken Stapel mit Paletten, so dass genau passt. Dann kann man die Lücke quasi auffüllen und für den Kopf ist schon viel einfacher, den Sprung zu springen, weil er dann eher wie ein Table ist. Und was man auch machen kann, dass man Bretter zwischen Absprung und Landung liegt. Das sieht man manchmal in Bikeparks, dass quasi die langsamen können das Bretter runterfahren und die schnelleren machen Gap und springen in die Landung rein. Wichtig ist natürlich bei Gapspringen auch, dass ihr euch Schritt für Schritt herantastet, dass ihr auch einen guten Blick dafür habt. Wenn ihr einen Gapsprung seht irgendwo und mal vergleicht, habe ich so einen ähnlichen schon mal gemacht. In Winterberg gibt es zum Beispiel verschiedene, wo man dann irgendwo noch einen Blick kriegt, okay, wenn ich den einen schon gemacht habe, dann kann ich den einigen auch machen. Und man muss sich da mal sehr sicher sein, sehr entschlossen sein. Und es hat keine Fehlertoleranz, keine Quote, dass man sagen kann, okay, ich probiere es mal gucken, es muss wirklich safe sein. Und deswegen kommt im Kapitel Mentales hier in der Bikepark-Lektion auf jeden Fall auch noch was dazu. Und ihr solltet euch auf jeden Fall sehr bewusst sein, dass das eine risikoreiche Sache ist. Und warum gibt es so oft Gapsprünge? Weil wenn im Wald Sprünge gebaut werden, ist das viel einfacher vom Aufwand, als wenn man Tables baut, weil man viel weniger Erde braucht. Und deswegen findet man auch auf Trails im Wald und so häufig Gapsprünge. Und auch wenn man sich wundert, wer hat denn das gebaut, dass das so gefährlich ist, gehört leider dazu. Gapsprünge sind mental sehr fordernd, sonst von der Sprungtechnik häufig nichts anderes als natürlich bei anderen Sprüngen auch. Und trotzdem, wer Bock dazu hat, tragt dabei bitte eine gute Schutzausrüstung, also mehr als wenn ihr einfach nur durch die Gegend auf einem Flowtrail cruist. Also ein Vollhelm, ein Fullface-Helm, Schutzkleidung gibt es diverse für Rücken und weitere Körperpartien, solltet ihr auf jeden Fall mal anschauen, weil es kann einem mentale Stärke geben oder bei Stürzen auch helfen, dass man sich weniger Verletzungen holt an Haut und äußeren Bereichen. Genau. Viel Spaß, mind the gap und let's go!